Hallo und herzlich willkommen, hier ist Barlo mit Folge Nummer 22 von Null auf Goldcap. Und ich bin in Undercity und ich bin ein totaler, Organisationstrottel und nicht besonders begabt darin, Undercity zu finden, wenn ich hin muss. Es gibt einige Fragen und Kommentare von euch. Ich erkläre euch erstmal, warum ich gerade hier bin. Und ich bin gerade hier, weil ich diesen Server hier aufgeben und auf einen anderen Server gehen würde. Der ist schon vorbereitet. Ich habe jetzt leider 30.000 Gold hier, habe das erste Mal ein paar Riesenschritte nach vorne gemacht. Aber dieser Server und das AH sind so unbenutzbar, dass ich mir gesagt habe, ich kann euch kaum was zeigen, was für euch irgendwie sinnvoll ist. Weil die Geschwindigkeit, mit der das AH funktioniert, es einfach nicht zulässt. So, Druid Balance brauchen wir nicht. Ich muss mir gerade Class, Paladin und dann... Okay, das ist in Ordnung. So, ich werde das Gold, was ich habe, benutzen und mir ein paar Gegenstände kaufen und die aufwerten. Aber warum zur Hölle sehe ich denn hier das Schwert nicht? Doch da. Skullforged Weaver. So. Und den Drachenschild. Und jetzt Estelle. Brauche ich Dinge, um meine Waffen aufzuwerten? Up to level 19? Nein, ich brauche... nein. Waffe auf Level 100 brauche ich? Ja. Okay. Und... Armor Trinket Offhand? Wo ist denn Waffe? Waffe auf 110. Okay, kann ich das jetzt machen? So. Waffe auf... Hätte ich das dafür überhaupt nicht rausnehmen müssen, kann das sein? Kann ich das auch hierauf verwenden? Ja, okay, 110. Gut. Wir widmen uns den... Ich mache das gleich, weil das kostet mich zu viel Aufmerksamkeit. Man kann Items in die Parent-Gruppe schieben, indem man Shift hält und dann auf Remove klickt. Kann ich kurz zeigen? Wusste ich nicht. Super, mega, vielen Dank für diesen Hinweis. Wo haben wir das denn hier? Die Stacks-Gruppe. Oh Gott, was macht ihr da drin? So, hier die Stacks-Gruppe. Ich schiebe Ethril in die Untergruppe, markiere dann Ethril und klicke Shift Remove und es bleibt in der übergeordneten Gruppe. Also super cool. Dankeschön für den Tipp. Dann wissen wir auch, wie wir dieses Problem lösen könnten. Barlo, wie fändest du es, wenn man in dem AH zum Beispiel nicht mehr als 10 Stacks einer Sache innerhalb von zum Beispiel 2 Stunden reinstellen kann? Ich vermute, dass damit das AH deutlich beschleunigt werden könnte. Ja, das, also ja, ich weiß, was du meinst und ich habe mir auch schon gedacht, was wäre, wenn man von einem Item nur 200 Auktionen reinstellen könnte, egal ob 200 Auktionen mit 200er Stack Size oder 201er Auktion. Vielleicht würde irgendwas in der Richtung eine kleine Entlastung geben. Das Problem ist nur, dass es eine Mehrheit von gar nicht mal Power-Sellern gibt, die halt so einen Unfug machen, wie Einzelauktionen reinstellen. Und ich glaube nicht, dass die das daran hindern würde grundsätzlich. Es würde uns aber sehr wahrscheinlich an vielen Dingen hindern. An Leute, die halt das AH wirklich mit einem massiven Umfang benutzen. Zum Beispiel die Einschränkungen, die es beim Web-Auktionshaus gibt, sind so krass, dass ich das Web-Auktionshaus gar nicht benutze. Also ich weiß, was du meinst und ja, es könnte von Vorteil sein. Ich glaube nur im Zweifelsfalle, wenn Blizzard irgendwas an der Benutzbarkeit ändert, wird sie uns ich nenne es jetzt mal Power-Seller, härter treffen als diejenigen, die eigentlich für einen Großteil des Schadens verantwortlich sind. Wir müssen das irgendwann mal testen und ich möchte das irgendwann mal testen. Irgendwann vielleicht gegen Ende dieser Serie oder vielleicht mal in einem Stream machen wir eine Aktion, wo wir alle auf irgendeinen Gammel-Server gehen, auf dem keiner von uns spielt und nur mal testen, wie lang ist die Scan-Dauer von so einer Gruppe per Default. Wie lang dauert die? Ich schätze mal, auf einem nicht ganz so großen Server wird das so 3, 4, 5 Minuten sein. Und dann farmen wir alle einen Tag lang, einen Abend lang und stellen alles, was wir gefarmt haben, in 1er Stacks ins AH und machen dann einen Scan von all den Items und gucken uns an, wie lange das gedauert hat. Da wäre ich super mega gespannt drauf, ob wir eine merkliche Performance-Änderung damit sehen können oder nicht. Also machen wir mal irgendwann.
Um schneller an Gold zu kommen, würde ich als Schurke einen Probeteil erstellen und mit diesem Taschendiebstahl-Test aus der Glasrolle machen. Die gibt wirklich 5k Gold. Mit dem Schurken dann einfach in die Inni mit den Nagas fliegen, dauert 20 bis 30 Minuten. Den Schar kann man auch löschen, einen neuen Schurken erstellen und weiter von vorne. Klingt gut. Das ist nur eines von den. So ähnliche Sachen lese ich halt extrem häufig. Den Tipp habe ich zweimal gelesen. Ich glaube, dass das stimmt. Hat einer Bock, das mal zu machen und das als Video mal hochzuladen? Weil ich immer das Gefühl habe, wenn sowas als Tipp gegeben wird, ist entweder das Ergebnis nicht wirklich das oder aber der Weg nicht so einfach wie beschrieben. Ich habe schon so oft gelesen, ja, das dauert so und so, mit ein paar Minuten, dann ist es gemacht und dann mache ich das. Und in Wahrheit sitzt man da irgendwie anderthalb Stunden dran, wenn man genau weiß, was man tun muss und perfekt spielt. Also ich glaube das zwar grundsätzlich, aber ich möchte gerne sehen, wie das jemand macht in einer halben Stunde. Dann nehme ich mir vielleicht sogar mal die Zeit, das in einem von Null auf Gold Cap Video dezidiert zu beschreiben. Und zu machen. Und das gilt dasselbe. Du kannst auch den Raid-Prüfung des Kreuzfahrers 25 HC etwa 2000 Gold, wenn du durch bist. Dauert vielleicht 10 Minuten. Einfach vom neuen Dalaran im Keller nach Nordrhein porten und zum Raid fliegen. Okay, das vielleicht versuche ich das mal. Über die Prüfung des obersten Kreuzfahrers, POK ist das, ne? Ja, da müssten tatsächlich die Mobs alle relativ schnell sterben. 2k Gold wäre auch schon mal eine Menge. Vielleicht probiere ich das auch mal aus. Ansonsten, wenn jemand von euch das irgendwie auf seinem YouTube-Kanal mal machen möchte, mir den Link schicken. Ich verlinke den dann unter dem nächsten Video. Oder ich werde zumindest den Kommentar freigeben, dass es unter meinem Video als Kommentar zu sehen ist. Gerne, jederzeit. Hallo Bardo, ich habe auch mit TSM angefangen, Gruppen erstellt, genau wie du gezeigt hast. Meine Frage, wenn ich in Accounting Resale schaue, sehe ich, was ich wie gut verkauft habe. Soll ich darüber entscheiden, was ich vermehrt kaufe und was ich ganz rausschmeiße? Können wir mal kurz zeigen. Unter Resale solltet ihr allgemein... Oh, da ist aber sehr wenig zu sehen bei mir. Ja, das liegt, glaube ich, daran, dass ich immer zu früh den Briefkasten leere. Also, wenn ihr mit mehreren Charakteren spielt, auswählen, dass auch der richtige Charakter zu sehen ist. Meine in dem Fall ist Bralo. Und Typ wollt ihr nicht alles haben, sondern Auction. Ansonsten sind halt auch eure Vendor-Verkäufe zu sehen. Wenn das ein reiner Bankchar ist wie der hier, sollte es keinen Unterschied machen. Aber in manchen anderen Fällen kann es einen Unterschied machen. So, die Frage, soll ich darüber entscheiden, was ich vermehrt kaufe und ganz rausschmeiße, würde ich nicht machen. Erstmal nicht. Denn wir haben immer große Schwankungen in dem, was sich kauft oder was sich verkauft und was sich nicht verkauft. Und in ganz, ganz vielen Fällen hat es wenig damit zu tun, ob ein Item gerade besonders gut geht oder nicht, sondern einfach nur, ob sich dieses Item gerade in einem Schwung nach unten oder nach oben befindet. Nach unten wäre der Preis sinkt und nach oben wäre der Preis steigt gerade, weil die Nachfrage steigt. Die Sample Size, die du bräuchtest, um beurteilen zu können, welches Item wirklich geht und nicht geht, ist so riesengroß, dass nur auf die Zahlen zu gucken von ein paar Wochen kaum Aussagen zulässt. Und dann ist es manchmal noch so, irgendwie ein Item, das höre ich jetzt auch die Tage von euch extrem häufig. Oh, das ist mir auch passiert. Oh, ich habe jetzt, keine Ahnung was, selber 200 Stacks von irgendwas gekauft und werde die jetzt erstmal nicht los. Und bis ich die losgeworden bin, habe ich vielleicht sogar Verlust gemacht. Was trotzdem nicht heißt, dass das Item grundsätzlich schlecht wäre und rausgeschmissen gehört. Ich würde mir gegebenenfalls überlegen, ob ich Sachen halt temporär auf eine Nicht-Kaufen-Liste setze, wenn ich irgendwie Grund zur Annahme habe, dass meistens durch Exploits oder Bots der Markt davon so überschwemmt wird, dass ich keine Chance habe, damit realistisch zu handeln. Dann würde ich es temporär rauslassen, aber die Verkäufe und den Resale zu nehmen als Indikator, was gut geht und was schlecht geht, braucht eine ganz, 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 ganz große Sample Size und damit also im Zweifelsfalle sehr, sehr viel Zeit, bis es halbwegs vernünftige Werte liefert. Und selbst dann, was man hier, glaube ich, nicht sieht, ist das gesamte Handelsvolumen, oder bin ich blind und blöd? Das kann sein, ne? Hier ist nämlich der durchschnittliche Profit, durchschnittliche Preis, durchschnittliche. Ich weiß nicht, ob es eine Möglichkeit gibt, sich das gesamte Volumen anzeigen zu lassen, weil das wäre das Wichtigste. Für mich eigentlich. Vielleicht gibt es die. Vielleicht, also was jetzt Aufgabe an euch, aber bitte an euch, ich weiß es nicht. Wenn ihr eine Möglichkeit habt, zu sortieren nach, was war das beste Gesamtvolumen und nicht pro Item Average Preis oder so, wäre ich euch dankbar. Hallo Bardo, wie soll ich auf Warning von Items reagieren? Habe eine bestehende von 800 Items Größe, einfach alle aufkaufen und wieder reinstellen. Warning, beschreiben wir nochmal ganz kurz für diejenigen, die nicht mehr genau wissen, was damit gemeint ist. Damit gemeint ist, dass Spieler von bestimmten Gegenständen sehr, sehr, sehr viele einzeln ins AH stellen, mit dem Hintergrund und zum Zwecke dessen, dass keiner sich die Mühe macht, ihre
Items rauszukaufen, aber neue Spieler mit ihren Auktionen diese Einzelauktionen unterbieten. Man baut also eine Wand aus Einzel-Items und die Leute, die neue Items reinstellen, unterbieten diese Wand. Und solange diese Wand nicht rausgekauft wird und man der Billigste ist, kommen immer in der Theorie, in der Praxis passiert das nicht, aber egal, in der Theorie immer wieder Leute, die billig Sachen reinstellen und man macht voll den Reibach. Macht man meistens nicht. Ich will jetzt nicht wieder anfangen, warum das mit den einzelnen Auktionen auch in diesem Fall blödsinnig ist. Macht man meistens nicht. Ich würde dir empfehlen, diese Wand rauszukaufen. Ich kaufe diese Wände schon alleine deshalb raus, damit die Spieler, die diese Wände reinstellen, merken, das ist nicht profitabel. Irgendein Trottel kauft meine billige Wand raus und freut sich, dass er Profit macht. Auch wenn das für mich ein Plus-Minus-Null-Deal ist im Endeffekt. Ich will, dass die Leute lernen, Wände reinstellen ist Bullshit. Denn dann machen es vielleicht weniger. Oh, das ist mein Telefon gerade. Davon lassen wir uns nicht irritieren. Ich beantworte trotzdem noch alle Fragen. Wenn du sagst, dafür ist mir persönlich meine Zeit zu kostbar, dann lass diese Wand drin stehen und ignoriere sie. Aber ich persönlich mache diese Wände gerne kaputt, um den Leuten beizubringen, lasst es bleiben. Eine kleine Frage, wie kann ich mir die Region Sale Rate anzeigen lassen? In meinem Tooltip fehlt die. Der Tooltip ist frei konfigurierbar, da fehlt nichts. Du kannst halt nur sagen, was du drin haben möchtest und was nicht. Und den Tooltip-Operationen wären hier Accounting und AuctionDB. In dem Falle wäre es AuctionDB. Mach dir kurz einen Screenshot oder halt das Video an, dann kannst du sehen, welche Sachen ich eingestellt habe und die so einstellen, wie ich sie habe, wenn du das genauso haben möchtest. Und damit waren wir eigentlich auch, oder sind wir eigentlich durch bei den Fragen zum heutigen Thema und ab morgen auf einem neuen Server. Tut mir und euch einen Gefallen. Ich werde jetzt nicht mehr groß sagen, auf welchen Server ich gehe. Ihr werdet das sowieso nachvollziehen können, wenn ihr euch genügend Mühe gebt, aber es macht keinen Sinn für euch, alles zu kopieren, was ich mache. Also Dinge, die ich euch erkläre, natürlich schon. Aber wenn ihr euch denkt, oh, Barlow geht auf einen Server, dann muss ich auch auf diesen Server gehen. Könnt ihr machen. Sorgt dafür, dass wir beide weniger Gewinn machen. Und ist es für euch fast immer eine schlechte Wahl. Also wenn ich euch irgendwas sage, ich bin auf Server X, könnt ihr davon ausgehen, dass es ein paar Leute gibt, die sich denken, oh cool, gehe ich da auch drauf. Muss ja gut sein, wenn Barlow da ist. Barlow macht zig Millionen, also muss der Server gut sein. Der Server ist dann gut, wenn wenig Spieler drauf sind, die dasselbe machen wie wir. Wenn ihr auf den selben Server geht wie ich, wird das Ganze weniger lukrativ. Also, ich bin auf einem neuen Server. Ab morgen gibt es das erste Video vom neuen Server. Ich habe fleißig gefarmt in der Nacht von gestern auf heute, damit ich dort wieder einen halbwegs vernünftigen Start habe. Und die restlichen 16.000 gebe ich jetzt noch aus, um Erbstücke abzugraden. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und seid auch morgen wieder dabei, auf neuem Server, neues Spiel, neues Glück und wieder von vorne angefangen und wieder von vorne Gold erfarmt. Aber es waren, glaube ich, heute schon mehr als 10.000, die ich über Nacht gemacht habe. Also alles gut. Und dann haben wir hoffentlich endlich mal ein nutzbares Aha, in dem auch tatsächlich irgendwas an Scan mal funktioniert, das ich euch zeigen will und sich nicht alles aufhängt, weil dieser Server komplett unnütz ist. Aber auch was gelernt, nie wieder Draenor, nie wieder ein so voller Server. Es gibt auch zu volle Server offensichtlich. In diesem Sinne, tschüss, euer Onkel Barlow.